Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen The Legend of Zelda The Minish Cap weiter und sofort in einem Flow geschafft, wenn das mal nix ist. So, ja, wir sind am Ende des Feuertempels angelangt und wir gehen da jetzt rein und hauen den Boss. Sofern mein Mikro nicht umfällt. Danke. Bitte. Oh, cool. So, ich lasse es jetzt einfach drin, ist mir, mir egal. Oh, kleine süße Fee. Ja, wo kommst du denn her? Ich schnapp dich. Du hast eine Fee eingefangen. Sie hilft dir, wenn du am Ende bist. Oder am Anfang. Oder auch mittendrin. Sie hilft dir ab und zu mal. Ups. Warum hebe ich Krüge eigentlich noch selber hoch? Ich habe jetzt einen ultra coolen Stab. Hallo? Ich muss nie wieder irgendwie selber meine eigenen Hände benutzen. Wenn das mal nicht praktisch ist, dann weiß ich auch nicht. So, auch das erinnert mich jetzt irgendwie an Dodongos Höhle. Lass mich raten, dort unten erwartet mich jetzt ein gar schreckliches Monster. Na gut, gehen wir mal gucken. Wey! Sieht aus wie Dodongos Höhle. Und es kommt... Du bist nicht Dodongo. Was bist du denn? Oh, du bist ein bisschen sauer. Kann ich das auspusten? Nee. Kann ich angreifen? Ja, kann ich. Ah, guck mal. Cool. Muss ich mir Sorgen machen eigentlich? Dass ich die ganze Zeit auf einem Lavasee auf einem komischen Vieh stehe? Nein. Nein. Ja. Ups. Ich mag das Design von dem Vieh. Sieht voll lustig aus. Au. Habe ich dich besiegt? Oh. Der Lavasee wird größer. Das erscheint mir ungesund zu sein. Wie groß wird der Lavasee? Hä? Okay. Das war glücklich. Aber es hat wunderbar funktioniert. Ja, knack, knack, knack. Okay, man kann dich auch immer nur treffen, wenn du gerade lustig bist, beziehungsweise wenn du gerade nicht blinkst. Oh, ich mag irgendwie diesen Boss. Der ist schön schnuffig. Die Steine, die vom Himmel regnen, die mag ich nicht so. Fallen in die Ecken irgendwelche Steine? Ist doch meistens in Videospielen so, ne? Au. Dass es diesen einen Abschnitt gibt oder diesen einen besonderen Punkt, an dem man nicht getroffen werden kann. Ich hatte irgendwie gehofft und damit gerechnet, dass da sowas wäre. Oh. Ui. Na, du bist aber ein ganz schön flinker. Soll man hier... Ich habe irgendwie den Eindruck, dass man hier so ein bisschen kombinieren soll. Kann das sein? Au. 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 Ich brenne lichterloh. Das macht mich ganz schön froh. Ich verliere extrem viel Lebensenergie. Oh. Oh, aber ich bekomme auch Lebensenergie hier dazu. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte nicht unnötig sterben. Oh. Ah. Nicht unnötig sterben. Nicht unnötig. Dip, 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 dip. Hero sterben, okay, aber nicht unnötig. Die Steuerung ist aber auch manchmal... Wenn er vom Feuer getroffen wird, dann bewegt er sich plötzlich mit einem Affenzahn vorwärts. Das macht wenig Spaß und lässt ihn extrem blöd navigieren. Okay, ich glaube, wir haben ihn. Wow. Also im ersten Moment habe ich ein bisschen unterschätzt. Denn zum Schluss konnte er wirklich ein bisschen nervig werden. Aber gut. Hat ja nochmal funktioniert. Und das ohne, dass ich Gebrauch von meiner Fee machen musste. Glück gehabt. Flammenelement erhalten. Das Flammenelement enthält die Kraft, Licht und Wärme zu spenden. Way. Licht und Wärme. Meine eigene kleine Heizung. Oh. Meine Taschenheizung für unterwegs. Herzcontainer erhalten. Ein Herz mehr und wieder volle Energie. Düp, 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 dü.
Hier ist so ein Drachenrelief, was auch immer, an der Wand. Die Verzierungen gibt es noch häufiger, wenn man sich das so anguckt. Lustig. In der Drachenhöhle so Drachen, na gut, okay. Irgendwelche altehrwürdigen Helianer haben diesem Drachen hier einst einen Altarraum gebaut oder so und dann haben die so komische Dings das da in den Stein reingeschnitzt, während sie von dem Drachen verspeist wurden. Ja, das ergibt furchtbar viel Sinn und das ist sehr schön. Meine Güte, war das heiß. Ich dachte schon, mein Allerwertester fängt Feuer. Meiner hat Feuer gefangen. Gehen wir nun zurück zu Melta. Hoffentlich hat er gute Neuigkeiten für uns. So, Melta, Melta, tralala. Aber erstmal, ja genau. Klein werden. Verwandelung. Schnu, schnu. Doinki, doinki. Ups. Man kann sich das immer wieder angucken, aber es ist so schön. Hi. Ja, alles gut gegangen, wie ich sehe. Hatte mir schon Sorgen gemacht. Das Schwert müsste fast fertig sein. Ich glaube, unser Chef erwartet dich. Es ist wirklich fast fertig? Warum? Oh, das sieht ja richtig gut aus. Oh, du warst schneller, als ich dachte. Hier ist auch alles perfekt gelaufen. Schau es dir an. Das ist das neue weiße Schwert. Weißes Schwert erhalten. Ein schönes Schwert mit weißem Glanz. Das Schwert des Alberich brauchst du nicht mehr. Mit der Kraft der Elemente wird aus diesem Schwert das heilige Schwert. Der Älteste im Wald sagte, die Kraft der Elemente sei nur an einem Ort auf das Schwert übertragbar, an der heiligen Stätte. Sie befindet sich zwischen der Welt der Minish und der der Menschen. Der Eingang soll ins Schloss Hyrule sein und sich nur alle 100 Jahre öffnen. Mit dem heiligen Schwert, das die Kraft der vier Elemente in sich trägt, kann man den Fluch gewiss brechen. Zum Schloss gelangst du am schnellsten, wenn du durch die Tür, die zur Mine führt, gehst. Du schaffst das. Ich habe jetzt ein neues Schwert. Und das Schwert des Alberich, das brauchst du jetzt nicht mehr. Das hat er jetzt in irgendeine Ecke gestellt. Okay, ja, gut. Warum auch nicht? Schön. Sehr, sehr schön. Danke für alles oder so. Kann ich noch mit euch... Eisenerz, es ist soweit, das Superschwert, es ist bereit. Eisenerz, es ist soweit, das Superschwert, schnuppeldup. Die heilige Stätte befindet sich zwischen der Welt der Minish und der Welt der Menschen. Der Eingang soll im Schloss Hyrule sein und sich nur alle 100 Jahre öffnen. Ja, was für ein Zufall, dass wir jetzt wieder 100 Jahre rum haben. Eisenerz, wärmst das Herz mir sehr, Fragmente suchen noch viel mehr. Dido. Tschüss, Leute. Ich gehe dann mal. Wir sind jetzt gerade so ein Gedanke gekommen. Oder wir ist generell so ein Gedanke gekommen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich hier etwas Entscheidendes mittlerweile in dem Spiel schon verpasst habe. Das ist doch kein Zufall, dass ich jetzt schon vier von diesen Malen aufgedeckt habe und dieses komische Symbol erscheint. Und ich jetzt theoretisch schon immer irgendwie hin und her springen könnte. Ich habe es irgendwie verrallt, mit irgendeinem bestimmten NPC am Anfang zu sprechen. Das muss so sein. Was extrem. Wahrscheinlich direkt im Dorf der Waldminisch oder so. Dass ich da noch mit jemandem hätte reden müssen. Und der hätte mir dann... Aber ist egal. Kann ich euch irgendwie... Ne? Nicht? Schade. Hätte ja sein können. Jetzt habe ich schon diesen neuen coolen Stab. Jetzt will ich den Stab auch irgendwie an allen Ecken und Enden ausprobieren. Auch wenn es gar nichts bringt. Ja gut, es wurde jetzt einfach nur gesagt, ich soll zu Schloss Hyrule zurückgehen. Dann gehen wir jetzt zu Schloss Hyrule zurück. Ich wüsste jetzt sowieso nicht so richtig, was ich hier oben jetzt noch machen soll. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur einen sehr beschränkten Horizont. Fuß des Gongolberges. Was mache ich jetzt vor allem mit meinen 300 Rubinen? Wo kann ich die gewinnbringend anlegen? Ich könnte auch erstmal, Hochebene von Bele übrigens, ich könnte auch erstmal die Orte abklappern, wo wir, nee, nicht hier, da zum Beispiel, genau, südliche Ebene von Hyrule, nördliche Ebene von Hyrule, Lon Lon Farm. Ich könnte auch erstmal versuchen, die Sachen abzuklappern, damit wir uns die Goodies dort holen können, die wir ja irgendwie uns mittlerweile verdient haben.
Wäre das eine gute Idee? Ich glaube, das wäre eine halbwegs gute Idee. Ich möchte dich besiegen. Aha, du Räubersmann. Du seltsamer Fuchsräubersmann. So. Dir habe ich es aber gegeben. Die Frage ist nur, wie komme ich da gescheitermaßen hin? Weil hoch ging es ja, glaube ich, nicht. Außer diese mittlerweile mit den Bauarbeiten dort fertig. Was natürlich sehr gut sein kann. So, aber das hier scheint auch immer noch zu sein. Oh doch, man kann ja mittlerweile hin. Das ist ja nett. Gut. Die Handwerker sind fettig. Fettig. Ja, die sind sehr fettig und rettig. Und vor allem sind sie auch fertig. Und hier kann ich nichts tun. Die Brücke hätten sie ja auch mal anständigerweise reparieren können, oder? Wenn sie schon dabei sind. Aber nun gut. Arbeitsscheues Gesindel. So sieht's doch aus. Ha, so. Aha. Dup. Nur dafür. Euer Ernst? Ach ja. Warum? Es ist, wie es ist. Gut. Hier kann ich mich also mit Feen eindecken. Das Symbol bleibt da. Hat das einen Grund, dass es da bleibt? Bleiben die Symbole generell? Kann es sein, dass das... Nee. Da war ich noch nicht drin, oder? Boah, ich bin jetzt gerade sehr irritiert. Wir waren schon in einem drin, ja. Aber ich war mir jetzt nicht sicher. Verschwindet das von der Karte oder nicht? Wir rollen da jetzt ganz schnell hin. Wir rollen da schnell hin, um unsere Neugier zu befriedigen. So. Darum geht's doch. Das ist doch wichtig für die Zukunft. Wir müssen doch über alles Bescheid wissen. So, hier könnte ich jetzt übrigens mit meinem komischen Stab hin. Oh. So, was ist hier? Gut, die Symbole bleiben einfach der Karte. Yay, cool. Das heißt, ich werde alle Nase lang vergessen, in welchen Dings das ich schon drin war und in welchen nicht. Wuhu. Das klingt nach einer Menge Spaß. So. Gehen wir mal hier hoch. Zack. Okay, davon habe ich mir jetzt irgendwie mehr erhofft. Wofür ist der Baumstumpf da? Ich kann mich nicht mehr draufsetzen. Tja, schade aber auch. Lollon Farm? Komme ich jetzt hier irgendwie weiter? Östlicher Hügel? Nee. Ja. Schnu. Ups. Was warst du nochmal für ein Häuschen? Achso. Hier lebt niemand. Man könnte dieses Haus für sich beanspruchen. Aber ich bin ja nicht so ein schlechter Mensch. So, da ist immer noch ein seltsamer Gorone, der seltsamen Tätigkeiten nachgeht. Das darf er von mir aus auch gerne tun, aber... Egal. So, wer sind Sie? Wo ist Vater nur hingegangen? Ich war unterwegs und jetzt ist die Tür verschlossen und ich komme nicht ins Haus. Direkt mal einreißen, die olle Bude. Zack, zack. Sie kommt jetzt nicht ins Haus. Nein, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Was macht man denn da nur? Ich könnte hier klein werden, aber was bringt mir das? Von der anderen Seite her bringt mir das was. Ich kann ja nicht... Okay, man sollte annehmen, wenn ich sehr klein bin, der sich auch einfach durch den Zaun hindurchschlüpfen könnte. Aber ich glaube, das Spiel funktioniert so nicht. Deswegen werde ich jetzt gleich bitterlich enttäuscht sein. Aber wir probieren es trotzdem einfach mal. Dup-di-dup-di-dup. So. Ja, es war so klar. Zicke-zacke rechts herum, zicke-zacke links herum. Zicke-zacke hier so durch. Nein, das funktioniert alles nicht. Hallo, kann ich mit dir reden? Schnu-schnu. Nein, hier kann ich nicht durch. Nein. Nein. Das funktioniert doch alles nicht. Und jetzt komme ich hier auch nicht durch. Hä? Wozu ist das hier? Hä? Kann es sein, dass sie blöderweise vor dem Eingang steht, den ich später als... Ja, das kann sehr gut sein. Gut. Okay, ja gut.
Dann kann ich dir leider auch nicht helfen. Blöde Troller. Mein Gott. Düpp, düpp. Da will man nur einmal in seinem Leben irgendwie hilfreich zur Seite stehen. Und dann sowas. Dann lassen die einen nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Sela-Wasserfall. Sela, Sela. Au. Na, okay. Ich habe mich schon gefragt, was du Seltsames machst. Es sind kleine Bömmchen, die du wirfst. Nun gut. Au. Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann soll dem so sein. Diese typischen... Oh! Zelda-Gegner kennen wir natürlich auch. Herzteil erhalten. Jetzt hast du 3. Schwimmen können wir auch noch nicht. Bringt alles nichts. Hier komme ich auch nicht weiter, weil... Baum? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich frage mich, ob das einen sehr großen Sinn ergibt, jetzt hier so planlos durch die Weltgeschichte zu wandern, oder ob es nicht besser wäre, tatsächlich gleich Richtung Schloss Hyrule zu latschen. Eventuell wäre das tatsächlich die bessere Möglichkeit. Ich könnte natürlich auch noch ein bisschen durch Stadt Hyrule latschen und gucken, ob sich irgendwelche Dinge verändert haben. Vielleicht bringt mir auch der Schwertkampfmeister jetzt neue Sachen bei oder so. Da lohnt es sich vielleicht auch nochmal vorbeizuschauen. Für den Moment machen wir jetzt hier aber erstmal wieder eine Pause und setzen das Abenteuer dann halt einfach beim nächsten Mal fort. Ich sag jetzt wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.